Ja, ich stehe hier im wunderschönen Eisbachtalstadion im Westerwald. Fortuna hat hier eben das erste Testspiel im Rahmen des Westerwald-Trainingslagers absolviert. 6:1 gewonnen beim Sechstligisten Eisbachtal. Und es war ganz ordentlich, was sie hier gespielt haben. Natürlich sollte man nie zu ernst nehmen, was in Testspielen passiert und da jetzt keine Rückschlüsse auf die Saison ziehen. Eine Ausnahme erlaube ich mir allerdings. Es war ja heute die Premiere hier in der ersten Halbzeit von Florian Neuhaus, soeben ausgeliehen von Borussia Mönchengladbach. Und was der Junge hier in seinen ersten Minuten gezeigt hat, das war schon sehr, sehr sehenswert. Er hat das Spiel richtig an sich gerissen. Und ehrlich gesagt, ich freue mich da auf die weiteren Einsätze von ihm. Ansonsten ist natürlich viel interessanter, was hier jetzt in der Woche im Trainingslager erarbeitet wird. Friedhelm Funkel lobt besonders den tollen Zustand des Platzes da am Wiesensee. Und da kann man also sehr vernünftig sich vorbereiten, sagt er. Nun gut, warten wir es ab, was draus wird. Die Eindrücke sind in Ordnung.